ganz knifflige Aufgabe für die U23 der Spielvereinigung Greuther Fürth, die auch heuer dick im Abstiegskampf steckt. Denn es kommt der formstarke Angstgegner. Während das kleine Kleeblatt mit 4 Zählern aus 4 Frühjahrsspielen nur mäßig überzeugen konnte, ist der FV Illertissen in Blau seit 7 Partien unbesiegt und hat zudem die letzten 7 Vergleiche mit Fürth allesamt gewonnen. Und auch hier starteten die Föhlinstädter vielversprechend. Eine Hereingabe von Kapitän Fabio Maiolo von links setzt Hannes Pöschl nach 5 Minuten nur knapp am linken Pfosten vorbei. Doch auch die Fürther Youngster bei insgesamt sehr widrigen Witterungsbedingungen gewillt, was zu zeigen. Routinier Daniel Adlung trifft da die Kugel nicht voll. Die Hausherren jetzt aber auf den Geschmack gekommen. In der 13. Minute setzt sich Winterneuzugang Ricky Bornschein energisch durch. Der Querpass zunächst an Freund und Feind vorbei und Fabian Baumgärtel wird dann geblockt. 3 Zeigeumdrehungen später, ein Umschaltmoment der Gastgeber. Im Mittelfeld gewinnen sie den Ball. Lucia Libarski gedankenschnell in den Lauf von Bornschein und der macht seine erste Bude im Fürther Dress nach 16 Minuten. Die Gastgeber also mit dem ersten wichtigen Ausrufezeichen im Kampf gegen den Abstieg. Illertissen also nun gefordert und mit einem offensiven Lebenszeichen nach 23 Minuten. Maiolo quer auf Nicola della Schiava, aber dessen Abschluss zu harmlos. Im Gegenzug entwischt Elias Kratzer der Gäste Defensive, dann wird allerdings der Winkel zu spitz. Felix Thiel war da gut rausgekommen. Trotz der nicht gerade einfachen Wetter- und Platzverhältnisse lieferten beide eine anständige Regionalliga-Partie ab. Yannick Wanner gut, Samir Kaimakci im Kasten der Fürther aber noch besser. Illertissen kurz vor Pause insgesamt mit der besten Phase bisher. Kento Terranuma spitzelt dann noch weiter zu Pöschl, aber Nathanas Zebrauskas hat aufgepasst. Und als sich dann alles schon auf den Pausenpfiff einstellte, passierte dies hier. Baumgärtels Flanke von links wird lang und länger und senkt sich tatsächlich hinten rein zum 2:0 für die Gastgeber. Glücksmoment also direkt mit dem Pausenpfiff. Beide Serien des FVI wackelten also bedenklich und sie waren auch gewillt, etwas dagegen zu tun. Offensiv blieben sie allerdings zu harmlos. Technisch die Fürther wie alle U-Mannschaften natürlich hervorragend ausgebildet und jetzt auch im zweiten Durchgang noch mit dem nötigen Platz. Adlung mit Übersicht auf Litbarski und der bleibt in der 72. Minute cool, führt nun klar auf Kurs Richtung 9. Saisonsieg. Illertissen dagegen konsterniert und das nutzten die Gastgeber nur 2 Minuten später zum endgültigen Todesstoß. Bei einem Konter schnuppert schon Bornschein am Doppelpack und Litbarski macht ihn dann. 2 Tore binnen 2 Minuten für den Sohn von 90er-Weltmeister Pierre Litbarski. Damit war das Ding durch. Hut ab aber vor der Moral der Gäste, die trotz des klaren Rückstands zumindest noch den Ehrentreffer erzielen wollten. Aber auch der blieb ihnen verwehrt. Am Ende also ein deutliches 4:0 für das kleine Kleeblatt. Wir haben es letzte Woche erlebt in Buchbach, dass die Spiele sehr eng sind und dass es wichtig ist, dass man einfach, dass man auch das erste Tor schießt. Und ich glaube, das 1:0 und auch das 2:0 kurz vor der Halbzeitpause waren für uns einfach auch gewissermaßen diese Dösenöffner. Wo wir einfach mit dem Vorsprung in die Halbzeitpause gehen und dann ein paar Sachen einfach auch besprochen haben. Zweite Halbzeit haben wir dann erfreulicherweise auch noch 2 Tore nachgelegt, was mich richtig auch freut. 0:0 gespielt, 4 Tore geschossen, also gutes Wochenende für uns. Ja, wir sind natürlich über den Ausgang des Spiels sehr enttäuscht. Ich glaube, wir haben halt einfach über 90 Minuten nicht die Leistung auf den Platz bringen können, um hier heute etwas mitzunehmen. Von daher geht der Sieg natürlich in Ordnung. Und ja, für uns gilt es natürlich, mit der Niederlage richtig umzugehen und uns auf die nächsten schweren Aufgaben zu konzentrieren. Beide eingangs thematisierten FVI-Serien reißen also krachend. Fürth sendet dagegen ein kräftiges Lebenszeichen im Kampf gegen den Abstieg.